Kolleginnen und Kollegen, da ich heute so häufig hier schon zitiert wurde, was eine große Ehre für mich ist, kommt sonst nicht so häufig vor, dass ich von unterschiedlichen Fraktionen zitiert werde aus einer Rede, hat es mich doch schon gereizt, nochmal ans Mikrofon zu gehen, um das ein oder andere vielleicht nochmal klarzustellen. Also grundsätzlich haben ja, bei dem einen oder anderen hat mich das überrascht, aber grundsätzlich haben erstmal alle dargelegt, dass wahrscheinlich die große Mehrheit dieses parlamentarischen Hauses hinter den freien Schulen in diesem Land steht. Was mich persönlich freut, das wird Sie nicht wundern. Bisschen gewundert hat mich die dann doch relativ klare Haltung der Linken. Sie sind mir in der Vergangenheit nie aufgefallen als große Freunde der freien Schulen. Herr Ritter, so ein bisschen habe ich auch noch den Verdacht, dass Sie da vielleicht üble Trittbrettfahrer sind, weil Sie mit den Emotionen der Eltern und der Schüler spielen, weil Sie in der Vergangenheit nie aufgefallen sind, dass Sie sich jemals für die freien Schulen irgendwo nur engagiert haben. Insofern dürften Sie noch mal Ihr eigenes politisches Handeln wenigstens ein bisschen hinterfragen, wenn Sie uns hier Vorwürfe machen. Doch, das muss wenigstens mal ausgesprochen werden. Und, ach, also unter Rot-Rot hat es nie eine Kürzung gegeben, wissen Sie. Ich habe ja wenigstens die letzte Legislatur von Rot-Rot in diesem Landtag noch miterlebt und ich habe verschiedene Bildungspolitiker der Linken gerade zu den Themen freien Schulen gehört. Wenn Sie wollen, suche ich Ihnen das ein oder andere Protokoll da noch mal raus und dann werden Ihnen die ein oder anderen Argumente, die Sie heute hier genannt haben, regelrecht um die Ohren fliegen. Aber da sind wir heute nicht. Wir wollen ja keinen politischen Klamauk machen, sondern wir reden über ein schwieriges Thema bei den freien Schulen. Und ich finde, das ist schon ein Ding aus dem Tollhaus, dass Sie sowohl den Koalitionsfraktionen als auch dem Bildungsministerium einfach mal unterstellen. Im Prinzip haben Sie vor, die freien Schulen abzuwickeln. Das ist ja der Grundsatz, den Sie immer wieder unterstellen. Bei Frau Berger kam das nicht so ganz durch, aber so ein bisschen gemeint hat sie das vielleicht auch. Dann frage ich Sie mal, mit welcher Strategie sollten wir das eigentlich tun? Und was passiert eigentlich, wenn die ersten freien Schulen im Land die weißen Fahnen hochziehen? Kann mich mal umdrehen zur Finanzministerin. Ich weiß nicht, ob die Lust hat, 10.000 Schüler oder mehr ins staatliche Schulsystem aufzunehmen von heute auf morgen. Ich weiß nicht, ob sie dazu Lust hat und ob wir überhaupt mit unserem staatlichen Schulsystem in der Lage sind, das für das gleiche Geld, wie wir das in der gleichen Qualität bei den freien Schulen heute kriegen, ob das überhaupt möglich ist, das in 5 Minuten auf die Bühne zu kriegen. Und wenn Sie diese Frage mit Nein beantworten, weil das nämlich nicht möglich ist, dann hören Sie doch einfach auf mit Ihren platten, wirklich platten, immer wieder wiederholten Angriffen auf die Koalitionsfraktionen, dass wir den freien Schulen nur schaden wollen, ist wirklich ein Ding aus dem Tollhaus, weil hier hat die Judikative entschieden und nicht die Legislative. Und das muss immer wieder klargezogen werden. Und wenn die Judikative sowas entscheidet, dann kann sie das auch nur aus der Welt bringen. Frau Kollegin Oldenburg, Sie sind eigentlich sonst eine sehr sachliche Kollegin, die thematisch sich immer sehr tief in die Dinge reinliest. Das muss ich Ihnen einfach mal sagen. Dass Sie sich aber hier vor so einen Kahn spannen lassen, und so tun, als wenn das, was ich Ihnen eben noch mal vorgetragen habe, wir so dumm sind und das nicht wüssten, dass wenn wir die freien Schulen in Gefahr bringen, wir ein viel größeres Problem in der Schullandschaft, nämlich in unserer eigenen, aufreißen. Dann hören Sie doch bitte auf, mit diesen Reden, die eigentlich unter Ihrem Niveau sind, immer wieder so zu tun und der Öffentlichkeit dort Sand in die Augen zu streuen. Wie funktioniert denn das jetzt an den freien Schulen derzeit? Bisher ist ja noch keine in Schwierigkeiten. Das heißt, von einer habe ich es gehört, aber vielleicht gibt es auch hausgemachte Probleme. Was passiert denn derzeit? Die Schulen bekommen weiter die Abschläge auf Treue und Glauben, so wie das in der Vergangenheit auch abgerechnet wurde. Das heißt, derzeit gibt es kein Finanzierungsproblem an den freien Schulen. Das haben Sie gewusst. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Sie dürfen jetzt mit Ja oder Nein antworten. Nein, Sie haben es nicht gewusst. Das heißt, derzeit haben wir noch kein Problem an den freien Schulen. Wann entsteht denn das Problem an den freien Schulen? Das entsteht dann, wenn das Bildungsministerium die Unterlagen eingereicht haben, wenn die Unterlagen, die die freien Schulen eingereicht haben, im Bildungsministerium geprüft werden. Und dann wird man feststellen, ob die eingereichten Unterlagen, wo es sich insbesondere um die Personalkosten dreht, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, wird überprüft, ob mit dem Fördersatz, den man mit dieser Schule besprochen bzw. abgeschlossen hat, ob das mit den Personalkosten übereinstimmt oder nicht. Und dann wird es erst einen Bescheid aus dem Bildungsministerium geben, in dem steht, du hast 1,1 Millionen Euro erhalten, das stand dir auch zu, deswegen haben wir keine Rückforderung an dich. Oder es steht, du hast 100.000 Euro zu viel erhalten und deswegen müssten wir theoretisch rückfordern. Ich weiß jetzt nicht, was der Bildungsminister plant und wie weit er der Abarbeitungsstand ist,
Aber ich nehme an, das wird auch nicht heute und nicht morgen passieren. Und dann entsteht erst das Problem, dass wir überhaupt politisch handeln können. Und dann entsteht erst das Problem, dass die Exekutive dann das Urteil auslegen muss in Verwaltungshandel. Und dann habe ich Ihnen das letzte Mal schon gesagt, habe ich keinen Grund daran zu zweifeln, dass das Bildungsministerium mit dem Bildungsminister alles versuchen wird, Frau Kollegin Berger, schreiben Sie sich das jetzt endlich mal hinter die Ohren, alles versuchen wird, diesen Begriff Personalkosten, den uns das Gericht ins Tagebuch geschrieben hat, möglichst großzügig auszulegen, weil wir nämlich nach wie vor vorhaben, das Geld, was wir im Doppelhaushalt 2014, 2015 eingeplant haben, auch an die freien Schulen auszuzahlen. Ich habe bis heute von niemandem der beiden Koalitionsfraktionen und vom Bildungsminister irgendetwas anderes gehört. Also gilt diese Aussage nach wie vor. Und wenn das Geld nicht ausreichen sollte, jetzt kommt die Kollegin Oldenburg wieder ins Spiel, wenn das Geld nicht ausreichen sollte, dann sage ich Ihnen, da wird die Finanzministerin jetzt ein bisschen blass, sie liest schon in ihrem Buch, dann reden wir über ein sogenanntes Leistungsgesetz. Dann kommt das Land überhaupt nicht aus der Verantwortung, wenn es dort mehr Geld zur Verfügung stellen muss, dann wird dieses Geld zur Verfügung gestellt. Natürlich. Bitte, haben Sie es gehört? Nehmen Sie auch bitte das zu Protokoll. Also, welche Gespenster jagen Sie hier nach wie vor durch das Schloss? Im Augenblick hat nicht die Legislative das Wort, im Augenblick hat die Judikative das Wort. Und wir werden alles dafür tun, um den Fortbestand der freien Schulen nicht in Gefahr zu bringen. Und da können Sie rummeandern, wie Sie wollen. Wir bleiben bei dieser Meinung. Im Übrigen befinden wir uns damit hoher Einigkeit mit unserer Koalitionsfraktion der SPD. Gibt es die Bereitschaft, Herr Kuckert, eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herrn Jäger zu beantworten? Bitte schön, Herr Jäger. Oh Gott, ich habe eine Frage, und zwar gehen Sie tatsächlich davon aus, dass wenn die Judikative ein Urteil fällt, dass wir dann keine Möglichkeit haben, ein Gesetz so zu ändern, wie es unser politischer Wille ist, sondern dass wir warten müssen, bis es ein weiteres Urteil gibt, was die Lage wieder richtig stellt? Nein, davon gehe ich überhaupt nicht aus. Ich habe auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass vielleicht am Ende irgendwann stehen könnte, wahrscheinlich haben wir da eine Regelungslücke in unserem Schulgesetz. Das habe ich mit keinem Wort gesagt, das hat auch der Bildungsminister nicht gesagt. Das behaupten Sie mal böswillig in der Öffentlichkeit. Es kann durchaus am Ende des Verfahrens stehen. Und jetzt liegt ja wahrscheinlich eine Normkontrollklage vor. Am Ende eines Verfahrens kann stehen, dass wir auch in diesem Punkt das Schulgesetz nochmal aufmachen, wenn das Ihre Frage beantwortet. Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Die bezieht sich darauf, ist es aus Ihrer Sicht auch denkbar, dass wir einfach sofort das Gesetz bzw. die Verordnung ändern, ohne einen Prozess abzuwarten? Nein, das ist selbstverständlich nicht denkbar, weil ich Ihnen ja gerade gesagt habe, dass wir uns in einem Prozess befinden, wo wir die Lage wahrscheinlich nur noch verschlimmern würden, wenn wir jetzt einfach so an dem Gesetz rumdoktoren und hinterher nicht wissen, was dabei rauskommt. Weil Sie davon ausgehen können, ich habe Ihnen schon gesagt, die Haushaltsmittel sind auch beschränkt, wir haben jetzt eine Summe X eingestellt. Und wenn Sie jetzt irgendwas an den kleinen Parametern im Gesetz verschieben, dann haben Sie immer Betroffene dabei, die jetzt sich wahrscheinlich auf die Seite schlagen würden, dass sie nichts ändern wollen, die Sie dann aber sofort auf dem Plan haben. Insofern bleibt uns nichts anderes übrig, als das abzuwarten, was da jetzt in Gang gesetzt wurde. Und dann wird es irgendwann ein Urteil von einem Hohen Gericht geben. Das sieht dann so aus oder so. Ich schließe aber ausdrücklich nicht aus, dass am Ende stehen könnte, wir fassen das Schulgesetz nochmal an. Dankeschön. Bitteschön. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay.